Immer wieder wird uns die Corona-Impfung von Seiten der Regierung als der Gamechanger verkauft. Wenn es aber um Nebenwirkungen geht, hört man von Schwarz-Grün wenig bis gar nichts. Doch es gibt sie. Das geht auch aus einem Bericht des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen, kurz BASG, deutlich hervor. 256 Personen haben in Österreich bisher zeitnahe einer Covid-19-Impfung einen Spitalsaufenthalt benötigt oder einen solchen verlängert. Bei 63 Patienten wurden Nebenwirkungen sogar als lebensbedrohend gemeldet. Insgesamt sind im BASG bisher 67 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gegen Covid-19 bekannt. Inzwischen wurde auch der Todesfall einer 49-jährigen Pflegerin in Zwettl als Folge der Impfung eingestuft. Vor allem AstraZeneca kommt nicht aus den Schlagzeilen. Immer wieder wird über schwere Thrombosen als Nebenwirkungen berichtet. So kommt es, dass einige Länder Altersbeschränkungen eingeführt oder die Impfung mit AstraZeneca komplett ausgesetzt haben. Österreich setzt jedoch weiter auf diesen Impfstoff. Wer glaubt, dass es mit 1 bis 2 Impfungen erledigt ist, der irrt. Der Chef von Pfizer geht davon aus, dass wohl eine dritte Impfung nötig sein wird und danach eine jährliche Auffrischung. A likely scenario is that we will not have a 3-dose vaccine, we will have an annual revaccination, likely with 1 dose. Die Impfung wird uns also definitiv noch länger begleiten. Die FPÖ bleibt ihrem Weg treu und sagt ganz klar, eine Impfung ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Jeder muss selbst entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Es darf in unserem Land niemals zu einem Impfzwang kommen.